Mann. Hast du die Handschuhe dabei? Ja, immer. Scheiß Referee, Junge! Knack in der Wacke! Gib mir verfickt Fußabzug, Mann! Komm wieder, Jalla! Oliver Pocher wieder in Stress verwickelt. Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Vlog. Wir paddeln gerade Richtung Dortmund, denn dort treffen wir uns mit Tom für 5 Runden, 5 Fragen Sparring. Danach, morgen, ist der Boxkampf von Felix Sturm ebenfalls in Dortmund. Ich paddel jetzt direkt mal los. Captain, wie heißt der andere Schwanz? Jackson Sparrow, ja, genau. Ja, haben wir es jetzt bald? Sind wir endlich da? Ja, ich komme nicht voran. Das war die dümmste Idee, die ich je hatte. Komm, gib mal Gas, Junge! Einfach geschenkt bekommen. Wollte ich mir gerade eigentlich kaufen. Er festes Ding an und meint, das ist ein bisschen zu hart. Das verkauft er mir nicht. Hat er gesagt, aber das schenke ich dir. 2 Euro plus gemacht. Tschitsching. Schmeckt schon geil. Ein bisschen hart, aber irgendwie geil. Ah! Stell dich am besten da oder da vorne hin. Das geht. Gut bei dir? Ja, sicher. Wir werden auf jeden Fall das so schneiden, dass jeder Schlag von mir ein Treffer ist. Was trägst du da Schönes? Sectology. Boah, ist das eng. Da sieht man, dass das ganze Essen von den Vlogs sich langsam auch irgendwo ansetzt. Snack time! Wie ist es eigentlich für dich, einen Boxsparring zu machen? Weil du bist ja eigentlich Street Fighter und kannst ja eigentlich den ganzen Körper benutzen und jetzt nur mit 2 Fäusten. Boah, zurzeit trainiere ich meistens nur Boxen mit meinem Boxtrainer Eddie. Und das ist zurzeit das Ding, was ich auch hauptsächlich mache. Also ist das kein Problem mit dem Boxsparring. Ganz, ganz anders als die übrigen Sparringseinheiten, ehrlich. Explosiv, unorthodox, durch die Mitte. Man merkt halt, dass es eher auch ein bisschen auf den, sag ich mal, Kampf ohne Handschuhe und sowas auch ein bisschen ausgelegt ist. Ich habe mal ein Geschenk für dich von Kevin, der uns die Halle gestellt hat. Vielen, vielen Dank, dass wir jetzt die Halle benutzen durften. Wir sind fertig mit dem Sparring. Jetzt kommen erstmal ein paar Vitamine rein. Wir haben hier Omega-3, wir haben Zink, wir haben Magnesium, wir haben Vitamin C, D und Vitamin B. Das klatschen wir jetzt alles ganz normal rein nach dem Training. Beste. Wenn ihr irgendwas braucht von Sekt Plus, Vitamine, Kreatin, Protein, irgendwas für das Training, Ring10 ist der Rabattcode, damit könnt ihr nochmal 10% sparen und mich unterstützen. Fun Fact! Wahrheit oder Lüge? Ich hatte in meiner Ausbildungszeit was mit meiner Praktikantin in der Waschanlage. Schreibt es in die Kommentare, ob das stimmt. Im nächsten Video verrate ich euch, ob es wahr ist oder gelogen. Wir standen 2 Minuten unterm Baum, das ganze Auto ist einfach voll geschissen. Jetzt darf ich das Auto sauber machen. Jetzt wird's ernst. Hoffentlich sehen wir heute einen knackigen Knockout, Junge. Das ist ein Weltmeisterschafts-Eliminatorkampf. Bedeutet, er kämpft jetzt gegen den Istvan und ich glaube, wenn er gewinnt, kann er als nächstes um den IBO-Titel im Supermittelgewicht kämpfen. Das Event läuft. Wir haben jetzt noch einen Kampf und dann kämpft Felix. Wir suchen aber jetzt erstmal Agit und Christian Eckerli, weil die sind auch irgendwo. Hast du die Handschuhe dabei? Ja, immer. Wie geht's, mal lieber? Alles gut? Ja, bester Mann, checkt alle Ringlife ab. Das ist die Nummer 1, ihr wisst Bescheid. Okay, komm, wir machen einen Bodyshot. Ein Bodyshot. Okay, Christian macht mit. Nein, aber ihr habt es noch alle. Was für Bodyshot? Was soll ich mitschauen? Der Verlierer kriegt von beiden dann einen Körpertreffer. Wie Körpertreffer? Nein, hey, hallo, ich bin raus. Da ist er raus. Also, ich habe eine Wette mit Agit. Ich habe gesagt, alles vor 6. Runde Sieg, ich gewinne. Alles nach 6. Runde, Agit gewinnt. Der Verlierer kassiert von dem anderen einen Körpertreffer. Dass er in der Halbdistanz mit dem oder so Kopf an Kopf, dass wir außen mit dem Jab mehr machen. Außen boxt er ihn komplett weg. So ist gut. Ja, genau. Was war das? Ist Cut offen? Immer wieder. Körper!
Er darf sich nicht an dieses Kopf an Kopf ranlassen, weil der ist ein bisschen kleiner, kompakter. Der Referee soll doch mal was sagen wegen dem Kopf die ganze Zeit, ey! Hast du ihn gegeben? Ich hätte recht mit Huren so. Komm mal mit! Du, komm mal mit! Komm wieder, Jalla! Oliver Pocher wieder in Stress verwickelt. Bleib da! Egal. Es wird heftig. Hey, aber der Referee regt mich auch alles geben jetzt. Ja, dafür guckt die Hände aber auch, ne? Meine Fresse, ja! Sehr gut, setz nach! Setz nach! Felix! Normalerweise guckt er nicht. Bro, der sieht gar nichts. Seit 6 Runden sieht er gar nichts. Normalerweise, Bruder, Punktabzug, Runde für Felix. Eine Platte! Ich raste aus, ich schwör's euch, ich raste komplett gerade aus. Der Ringrichter hat so viele Kopfstöße zugelassen, er hat so viele Treffer gegen den Hinterkopf zugelassen, weil Felix ist so ein Cut offen über das ganze Gesicht. Der sieht gar nichts, dieser Blindfisch, Mann. Ja, mindestens ein Minuspunkt. Der hätte locker mindestens einen Punkt Abzug, wenn nicht sogar schon zwei kassieren müssen fast. Nicht beschweren, nicht beschweren, der sieht eh nichts! Gibt eigentlich nicht viel zu sagen, ja. Der Ringrichter war ein Schwanz. Leider ein blinder Schwanz. Ja, nicht mal ein Auge gehabt, muss man ehrlich sagen. Ja, Bro, was soll ich sagen? Ich weiß, wenn einer die ganze Zeit mit Kopf, Kopf, Kopf reingeht, muss man auch einmal irgendwie verwarnen oder so, Punktabzug. Der haut ihm eine Platzwunde mit dem Schädel rein und so. Er hat gut gekämpft, ja. Der Istvan hat gut gekämpft. Ein richtiger Betonkopf und so. Der hat alles richtig gemacht. Aber der Ringrichter hat halt leider nicht seine Arbeit gemacht. Kerem haben wir auch entdeckt, leider erst am Ende. Aber Freunde, kurze Information. Kerem kämpft in 3 Wochen. In 3 Wochen, ne? Am 16. April. In Düsseldorf. So, ratet mal, wer am Start ist, damit ich ihn unterstütze. Erste Reihe. Ihr wisst Bescheid. Wir werden dann natürlich dann auch einen Vlog